Solche Bilder gehen schnell rund um die Welt. Auf dem Piccadilly Circus steht eine halbnackte Frau und lässt sich Herzchen auf den Körper malen. Lustig und skurril nur auf den ersten Blick. Die australische Aktivistin Jay West will Menschen mit Mangel an Selbstwertgefühl aufrütteln. Dabei hatte sie selbst erst mal zu kämpfen. Especially walking out. Als ich da hinkam und die Menschenmenge sah, das war ja am Sonntagmittag. Es war echt voll und es waren auch viele Familien unterwegs. Da kamen mir schon Zweifel, ob es wirklich richtig wäre, mich da vor den ganzen Leuten auszuziehen. Jay West litt selbst jahrelang an einer Essstörung, war mit sich unzufrieden. Doch das ist dank einer Therapie überstanden. Heute mag sie sich und ihren Körper, wie er ist. Schauspielerin ist sie geworden und möchte nun anderen helfen, ihre Ängste zu überwinden. Vor dieser Aktion war ich schon nervös. Aber meine Eltern zum Beispiel, die haben mich ja während der schlimmsten Phase meiner Essstörungen gesehen. Und sie haben sich sofort gemeldet, als sie das Video sahen. Sie haben geweint und waren so stolz, wie ich mich weiterentwickelt habe in der Beziehung zu mir selbst. Auch deshalb ist sie froh, dass sie es gewagt hat. Vor allem möchte Jay anderen Menschen vermitteln, wie wichtig es ist, sich selbst zu akzeptieren, und freut sich, wenn sie tatsächlich Wirkung spürt. Ein Vater sprach in London mit seinen Kindern darüber, warum ich da stand. Er sprach mich an und erklärte, er und seine Familie glaubten fest an das, wofür ich dort stünde, und dankte mir, dass ich den Mut dafür hatte. Die 24-Jährige gehört zu einer Gruppe, die sich The Liberators, also die Befreier, nennt. Jays Aktion ist eine von vielen, eine andere, Fremden einfach eine Minute in die Augen schauen. Wir wollen die Menschheit verbinden, sie zu dem grundsätzlichen Glauben zurückbringen, dass uns alle trotz aller Unterschiede die Liebe und die Menschlichkeit verbinden. Jay West hat gelernt, sich und ihren Körper zu akzeptieren, so weit, dass sie heute sogar unter Beobachtung als Tänzerin und Schauspielerin arbeitet. Für alle, und natürlich nicht nur Frauen, die unter ähnlichen Problemen leiden, wie sie es tat, hat sie nur einen Rat. Wir sind alle perfekt und wir haben nur den einen Körper. Also können wir entweder unser größter Feind sein und uns dauernd kritisieren, oder wir lieben und akzeptieren uns einfach so, wie wir sind. Ihre Aktion bereut Jay West nicht, im Gegenteil, sie würde sie gerne wiederholen, am liebsten mit anderen gemeinsam rund um die Welt.